Wenn alle Stricke reißen, dann bist du zu dick für die Schaukel. Uah. Der zweite Part von The Quarry hat viele Fragen offen gelassen. Max wurde von einem unbekannten Wesen attackiert und Laura, wenn sie so heißt, hat eine Spritze vom Polizisten bekommen, der jetzt mehr als sus ist. Eine ominöse Begegnung mit dieser gruseligen Frau stand noch bevor, aus der wir nicht schlau geworden sind. Unsere Begegnung wird aufschlussreich. Die sieht aus wie die Lehrerin aus Little Nightmares 2. Wie geht es nun weiter im Camp Quarry? Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und willkommen zu einem neuen Part von The Quarry, was auch immer. Und ich glaube, ich habe jetzt endlich den Fehler gefunden, warum das Game bei mir so gelaggt hat. Dementsprechend bekommen wir jetzt ein komplett neues Feeling in diesem Spiel. Das Game ist das letzte Mal dort gefreezed bzw. stehen geblieben, aber heute läuft es flüssig. Ich erzähle euch gleich mal, was ich gemacht habe, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir genießen erstmal den Augenblick, weil wir hier stehen geblieben sind und ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Let's freaking go! Hallo, meine Partymaus! Was steht? Bericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp! Ich würde die Süße zum Kaffee... Oh nein! Nein! Oh, hä? Zu lahm! Ja, jetzt? Scheiß drauf, ist nicht wichtig. Du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Yippie-yay, Taschen da lassen, einbrechen. Die ja so eine unwichtige Entscheidung, hier by the way einbrechen. Ja, Digga, komm, ich bin fürs Abenteuer einbrechen, oder? Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett erfährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dann Digga, wer kennt sie nicht? Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich Suggestion. Auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schaue mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu... Okay. Room 10. Dann haben wir mal die anderen Taschen an der Stelle abgeholt, nicht wahr? Dürfen wir uns jetzt umsehen? Yo, wir dürfen uns umsehen. Sehr, sehr cool. Also, Freunde. Kurze Info. Im letzten Part hat es ja bestialisch gelaggt. Und dann habe ich mich echt mal... Ich habe 2 Minuten gegoogelt und den Fehler direkt gefunden. Und zwar folgendes Problem. Auf einem PC kann man einstellen, wo die Prioritäten liegen. Und ich habe mal geguckt, okay, welche Priorität ist das für das Game eingestellt? Und da stand Priorität niedriger als sonst. Und ich dachte so, hä, WTF? Und jetzt habe ich meinen Prozessor quasi eingestellt, beziehungsweise allen Daten, yo, leg mal bitte eine hohe Priorität aufs Game. Und jetzt läuft es flüssig sein Urgroßvater, von daher bin ich sehr froh. Aber darum soll es sich gehen. Room 10, im letzten Part sind wir ja hier im Camp Hackett stehen geblieben. Ist eigentlich nichts Großartiges so an sich passiert? Das war doch klein Izzy's. Hi, Izzy. Was geht, Izzy? Du bist ganz schön gruselig, weißt du das? Ich will ein Spiel spielen. Okay, mitnehmen oder da lassen? Mitnehmen. Du gehst zurück zu Izzy. Auch wenn das Ding freaking gruselig ist. Scheiße, jetzt doch da lassen sollen. Weg aktualisiert. Digga, jedes Mal, jede kleine Entscheidung bringt schon was, okay? Ich bin so gespannt, welche Entscheidung... Warte mal, nee, ich will nochmal reingehen, bitte. Weil es gibt teilweise Hinweise, die wir uns zweimal reinziehen müssen. Aha. Bingo. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Dann gucken wir uns das mal an, oder? Schlagzeilen. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung, der North Kill Gazette, sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Hackett's Quarry? Ich habe keine Ahnung.
Quarry? Ne, scheiß drauf, wie es ausgesprochen wird. Das geht mir auf die Nüsse. Können wir noch mehr darüber lesen? Guck mal, das sind zwei Fragezeichen. Aha. Guck mal, jetzt können wir uns das nochmal durchlesen. Okay. Freakshow Inferno, Dutzende Tote nach Wanderzirkusbrand. Oh Mann! Oh, das ist so das typische Horror-Szenario. Irgend so ein Camp, eine Freakshow, Clowns. Was gibt's noch mehr? Okay, ich lese es mal ganz kurz vor. So groß die Vorfreude auf den Wanderzirkus Harum Skarum in den Hackett-Wäldern war, so groß ist auch das Entsetzen über die Tragödie, die sich gestern Nacht ereignete, als eine Feuersbrunst durch die Attraktion fegte und alles in nur wenigen Minuten dem Erdboden gleichmachte. Bis es der Feuerwehr endlich gelang, die Flammen zu bändigen, waren bereits Dutzend... Sorry, ich musste aufstoßen. Wie Kugelstoßer, ums Leben gekommen. Dutzende, ne, sind ums Leben gekommen. Von offizieller Seite wurde zwar noch keine Zahl bekannt gegeben, dennoch können wir bestätigen, dass auch Sheriff Hank Miller aus Northkill unter den Opfern war. Keine Ahnung, wer das ist. Die Brandursache ist noch unbekannt. Laut Zwischenbericht der Polizeibehörde von Northkill gibt es jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung. Wie es scheint, handelt es sich um einen tragischen Unfall. Trockene Waldgebiete sind bekanntlich ein gefundenes Fressen für Flammen und obwohl alle vorschriftsmäßigen Sicherheitsmaßnahmen bei Harum Scarum eingehalten wurden, sind solche Fälle von höherer Gewalt leider unvermeidbar. Wir sind in Gedanken bei Hanks Familie und all jenen, die bei dieser Tragödie ihr Leben verloren haben. Hank, rest in peace. Vom einzig wahren Umlautmann. Auf die Frage, wie die Familie Hackett als Eigentümer des Grundstücks auf die Nachricht reagiert hat, schwiegen die Behörden. Wichtig ist jetzt erstmal einmal, dass Vorkehrungen getroffen werden, um weiteren Vorfällen in Zukunft vorzubeugen. Zudem müssen die Verstorbenen identifiziert und ihre Angehörigen benachrichtigt werden. Die Öffentlichkeit wird gebeten, das Gebiet während der laufenden Nachforschung weitläufig zu umgehen und zu beachten, dass die Hackett-Wälder Privatbesitz und ein lizenziertes Jagdgebiet sind. Nächste Woche wird auf dem Stadtplatz eine Kerzengedenkstunde in Andenken an die Mitglieder von Harum Scarum und die Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten, die auf die schreckliche Weise gestorben sind. Einzelheiten dazu werden wir in den kommenden Ausgaben veröffentlichen. Okay, also hat hier ein Brand stattgefunden, nicht wahr? Ich glaube, mehr Hinweise haben wir aber nicht auf diesem Text. Hallo? Ich würde mich gern bewegen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Hey, was war das denn? LOL, habt ihr das gesehen? Bruder, Sonic, bist du's? Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Okay, dann ist das so. Ist das nicht die aus Modern Family? Deswegen kommt mir ihre Visage so bekannt vor. Können wir uns weiter umgucken? Gibt es noch mehr Hinweise? Anscheinend nicht, okay. Okay. Das ist die aus Modern Family, daher kommt mir ihre Visage so bekannt vor. Nur ohne Brille diesmal, aha. Okay, ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall in Room 10 genug umgeschaut, aber wir werden uns natürlich in allen Ecken des Games, oh mein Gott, es gibt wieder viel zu viele Hinweise, beziehungsweise viel zu viele Wege, die wir abgehen können. Also, aktuell kann ich mir noch null vorstellen, in welche Richtung dieses Game geht, weil wir haben auf jeden Fall am Anfang des Games so ein komisches Wesen gesehen. Das steht ja schon mal fest. Aber... ansonsten gar keine Ahnung. Im Prolog haben wir zumindest die beiden gesehen, Max und wie hieß die andere, ich weiß es nicht. Man hat nicht gesehen, wie die gestorben sind, man hat ja nur gesehen, wie die gefangen genommen worden sind quasi. Also von daher bin ich gespannt, ob wir den beiden nochmal begegnen. Und ob die was mit dieser Gruppe hier zu tun haben. Was steht da? Das Game ist wieder im Laden, okay. Aber eine gruselige Musik betont das Ganze nochmal. Ich kann auch nichts drücken aktuell. Ah, Bingo, hat geklappt. Hat doch nicht geklappt. Okay, cool. Ah! Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Warum? Leere Fiole. Ah, aber guck mal, das können wir uns reinziehen. Die Wahrheit ist da draußen. Gerade ist man ein Achievement bekommen. Eine leere Fiole, die unangenehm riecht. Können wir uns das nur mal ein bisschen genauer anschauen? Gesammelte... Oh, 1 von 10 Beweisen haben wir. Was ist das? Ist das Dylans? Digga, wer ist Dylan?
Text einblenden. Jacob plus Emma für immer Sommer. Okay. Emma war die Süße. Wer war Jacob? Oh Junge, ich bin so schlecht im Namen merken. Aber das werden wir gleich vermutlich sehen, nicht wahr? Okay, guck mal, wir haben schon mal 1 von 10 Beweisen gefunden. Dann gucken wir uns nochmal ein bisschen weiter um. Ich finde ihre Batman-Tasche, by the way, echt cute. Muss ich einfach mal so hinzufügen an der Stelle. Können wir in die anderen Gebäude hineingehen? Wenn ja, wird das einfach nur ein Entdeckungspart, gefühlstechnisch zumindest. Aber nein, können wir nicht, okay. Der Baum war sehr verdächtig. Da konnten wir uns ein bisschen umgucken. Gibt es noch irgendwelche verdächtigen Dinge? Die Schaukel an den Häuschen ist vermutlich nichts. Und in den Gängen, beziehungsweise in diesen Gassen zwischen den Hütchen wahrscheinlich auch nicht, oder? Hui! Erstmal ein bisschen schaukeln. Ich finde Schaukeln immer noch sehr gefährlich, aber ich liebe es. Guck mal, das sieht doch verdächtig aus, oder? Warum ist hier ein Zaun eingerissen? Ist das ein Pool? Yo, ist ja mega cool. Warum reimt sich Pool auf cool? Weil ein Pool cool ist. Ganz glasklar, oder? Kannst du dich ducken? Können wir nicht schwimmen gehen? Bitte? Yo, okay, Emma ist schon mal da hinten. Gut zu wissen. Aber bevor wir zu Emma gehen, wollen wir uns natürlich noch ganz genau umschauen, weil hier rechts ist auch noch mal ein Weg. Wo wir nicht durchgehen können. Nope, okay. Dann werden wir da schon mal nicht lang gehen. Aber Emma, tut mir leid, I'm sorry, ich bin noch auf Entdeckungstour. Ich muss noch ein paar Achievements sammeln oder so. Weil dort hinten ist eine wunderbare Hütte. Oh, kannst du bitte sprinten? Okay. Wir genießen es einfach, wie sie geht. Wir genießen es einfach. Ich grinse euch währenddessen an, während wir dort hinten auf dem Weg sind. Und ich hoffe, es lohnt sich. Hoffentlich. Aber ich finde schon sehr genüsslich, dass das Game heute so flüssig läuft. Real Talk. Hätte ich das letzte Mal schon gewusst, indem man so eine kleine Einstellung einfach umändern muss, hätte ich es natürlich getan. Aber ab jetzt können wir das Game genießen. Also Gameplay-technisch wird das sowieso noch lange dauern. Junge, was ist das für eine steile Treppe? Ich gehe steil. Nichts hält mich am Boden. Eigentlich müssten wir Hinweise auch schon vom Weiten entdecken, oder? Aha, bingo. Was tust du? Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Okay. Wenn du das sagst? War da was am Fenster? Oh nein, 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 hör auf! Kann ich das skippen? Oh nein, müssen wir... Oh nein, als ob wir uns das jetzt nochmal angucken müssen. Okay, aber vielleicht können wir jetzt am Fenster entdecken. B, zurück bitte. Wir können uns zumindest selber umgucken, da ist ein Motor oder sowas drin. Schade, okay. Ich habe leider den Jumpscare verpasst. Lass das sein! Okay. Lass das sein, netter Rabe aus der Nachbarschaft. Nun gut, dann glaube ich erstmal, dass wir eigentlich soweit alles gefunden haben. Dann würde ich sagen, wird Zeit, Emma zu besuchen, die Süße. Aber was hat es... Vor allem, ich habe mal reflektiert, wir sind im letzten Part ja dieser Old Lady begegnet, die mit uns befreundet sein möchte. Fun Fact. Und ich meine, dass diese Old Lady auch auf der Rückbank zu sehen war, als wir Auto gefahren sind. Vielleicht wollte die uns im Endeffekt einfach schützen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lass mir mal so stehen. Okay. Dieses Geräusch, wenn sie geht. Herrlich. Yo, ich bin soweit ready. Auf geht's. Du musst da nicht so pissig stehen, ey. Ich sammle nur Hinweise. Man weiß ja nie, was passiert, oder? Hi. Kann es losgehen? Ja. Los geht's, hä? Los geht's? Nein, ich bin unsicher. Machen wir einen coolen Roadtrip im Golfkart? Fahr mich zurück ins wirkliche Leben.
Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Okay, es hat nur minimal geleckt. Nur minimal. Aber ich war schon ein bisschen bepisst. Wow. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflingst. Okay, dann. Verflingst. Rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Hä? Aber nein! Zu euch. Nee, wir kommen noch mal aufs andere Thema, zu Jacob. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Sie heißt schon Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Genau so beginnt Tode. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin kein Spielverderber. Also ich glaube, es wäre vielleicht sinnig, direkt zur Lodge zu fahren, um alle überleben zu lassen. Ich weiß, dass irgendwann Personen sterben, aber wir fahren einfach mal die Siegesrunde, weil ich das im echten Leben auch machen würde. Ja. Warum hat die ein Schloss als Kette? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ach, Influencerin ist sie, okay? wir haben sie es ohne dich geschafft. Oh, wir haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft. Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. War das gerade eine falsche Entscheidung? Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Uh-oh. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Okay. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick. Wartet. Alle. Stimmt. Was passiert da gerade? Es ist ein sehr, sehr unangenehmes Gespräch zwischen den beiden. Aber nur ein bisschen. Werden wir beobachtet? Oh. Okay. Ich glaube, da war ein Stalker unterwegs. Holla, die Waldfee. Alles klar, okay. Also wir merken auf jeden Fall, wir sind nicht die Einzigen im Camp. Auf geht's ins nächste Kapitel. Here we go. Ist okay, ich habe einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorge mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Hi, Nick. Hey. Hi. Wo habt ihr gesteckt? Ah, das ist der das süße Nick. Du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Digga, diese Konversation zwischen denen. Hochhefen. Oh, hier, lass mich mal. Ich
Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also, das wäre kein Ding. Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Hä? Ja, cool. Sorry, ihre Follower warten. Digga, ich finde dich sehr unsympathisch aktuell. Anstupsen. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Alter, es ist David, der einzig wahre Wingman. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Hä? Lass andere in Frieden, Freund, ich geh zu mich. Hä? Bin ich blöd oder check ich die Situation gerade nicht, hä? Ich bleib freundlich, warum soll ich abwehren? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre, holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen? Quarry? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Das ist die Omi. Im Wald. Sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Geil. Oder Mami. Dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Junge, was sind das für Visagen? Ich kann das nicht mehr, Junge. Es ist zu viel für mich. Es ist einfach zu viel für mich. Besser als deine. Ihr hättet die Kids sehen sollen. Warum ist denn der so gemein? Junge, unterstützend. Ich bin nicht defensiv. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Der hat den Scream mitgespielt. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Alles klar, Meister. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz in die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. DJ Dylan. Warte mal. Passt das? Passt das überein? Verständnisvoll? Ja, Digga, warum ist er so auf Stress aus? Cool, cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann.
halb so wild kannst bei mir mithören. Digga, was ein stranges Kapitel. Du, okay. Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Alles easy. Geh da ran. Sorry. Hallo? Digga, ich bin neugierig, warum ich rausgehen muss. Deswegen lauschen wir einfach mal mit. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Adios, amigos! Weg da, Bro, bist du taub? Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur gewartet. Also ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Digga, wenn ich lausche, höre ich das doch, wenn er rausgeht. Ist er lost? Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was... Du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Animieren. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Okay. Wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, besorgt, yo, was ist los? Und einmal frustriert, das ist wichtig für mich. Wir haben gerade ein wichtiges Thema angesprochen, aber es hat ja wenig Sinn, mit jemandem über ein wichtiges Thema zu reden, der gerade eh in Gedanken ist. Von daher würde ich sagen, yo, besorgt, alles gut. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Yeah! Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber? Aber, weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Ja, entschuldigend, yo, sorry, wusste ich dass nicht. Dass es so ernst ist, wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Versteht das ihr? Das musst dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Weil wir immer Entscheidungen treffen müssen? Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Okay. Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Digga, was ist Kumbaya? Kumbaya! Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Okay. Wissbierig? Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Alle sagen das. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt.
Verdammt, wo sind sie? Ist das deine Fam? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Das Bild sieht so ausgeschnitten aus. Die beiden einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kamt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ehrenmann. Okay. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Oh, das ist Bingo! Aha! Jetzt aber zack ich. Okay, aber ich bin gespannt, was passiert denn im Eintritt der Nacht, my friend. Freunde, ich würde sagen, das sehen wir im nächsten Part und so langsam aber sicher glaube ich, dass die Action richtig abgeht. Bring allen bei, dass es losgeht. Und von daher, Freunde, bis zum nächsten Part. Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und wir sehen uns. Ciao, ciao. Buh. Oh, ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt, Freunde. Aber an der Stelle möchte ich den Elite-Umlaut-General Memmann danken. Aber natürlich auch an jeden, der dieses Video geschaut hat. Kuss geht raus. Wir sehen uns. Cheerio.